wollen Gas. Zocker mit Herz und die volle Dröhnung ab jetzt. Moin und herzlich willkommen. Hier ist Phil, euer Zocker mit Herz. Und bevor das Video losgeht, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ihr findet mich unter zocker.mit.herz auf Instagram. Und so Leute, ich zeige euch jetzt, wie ihr eine Klamotte kriegt, die geil aussieht und wo ihr eure Sprungangriff-Attacke versteckt. Wenn ihr viele Sprungangriffe macht oder bei bestimmten Gegnern, vor allem beim Endgegner, kann man da einen geilen Cheese ansetzen, beziehungsweise eine geile Taktik. Ja, dann würde ich euch das empfehlen. Wir sind jetzt hier, verlassener Sarg. Ne? Zack. Und dann satteln wir auf in der Richtung der Pflänzchen. Mehr rechts haltend. Und dann zu der hinteren Pflanze da. Immer weiter, immer weiter. Zwei Wände habe ich schon weggerollt, paar Kisten habe ich schon gelootet, aber genau. Raptor-Krallen gibt es als Waffe auch, ganz cool. Werde ich, denke ich, mal im New Game Plus mal benutzen. Und hier gibt es die Höhle der Weisen. Zack. So. Nee, duken wollte ich mich nicht. So, na, aktiviert habe ich die schon. Das ist halt, ne, die Loot-Krankheit, ne. So. Hier rollt ihr gegen, schlagt gegen. Und dann geht's weiter. Das gleiche nochmal. Hier ist Loot, 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 Loot. Guck mal. Ne? Hier könnt ihr auch noch lang. Hier gibt's auch geile Loot, würde ich sagen. So. Und dann lootet ihr hier. Genau so macht ihr es nicht. Zack. Schwarze Kapuze. Ist auch ganz nice. Kerzenbaum. Holzschild. Ich wollte Hohlschild sagen. Und heranwachsender Schmetterling. So, weiter geht's. Ja, hier holt ihr auch nochmal. Wenn ihr noch nicht habt, seht ihr halt, wenn eine Mauer ist, wo ihr nicht weiterkommt. Gegenrollen, gegenschlagen. Die könnt ihr lassen, weil im Arsch. So. Also, außer ihr wollt hier hinten looten. Da war nichts Dickes drin. Hier bin ich einmal gestorben. Warum hier hinten, warum runterfallen, warum hier die Dinger sind, weiß ich nicht. Hier aber schön Anlauf nehmen. Ich bin einfach nur gelaufen, keine Ahnung warum. Hier links ist auch ein Endgegner. Und ja, hier ist der Endgegner, der sich unsichtbar macht. Lol, seit wann hängen hier Dudes? Auch cool. Naja, ne, hier hängen Dudes. Und wir machen dann den anderen Gegner noch platt. Also hier war der Gegner, der sich unsichtbar macht. Und ziemlich mies ist, den man gut mit AOE-Attacken bezwingen kann. Und ja. Et voilà. Schwarzraubvogelfedern und dann die Mütze dazu. Und ich glaube, es war die Klamotte. Jetzt muss ich selber erstmal gucken, wo ist denn die Klamotte? Da. Ein Ritualfetisch für die Verwandlung in einen Todesvogel, wenn auch rein äußerlich. Versteckt Sprungangriffe. Ich glaube, der Helm macht das nicht. Ja. Na, so, ja, und das war das. Und dann könnt ihr hier noch runtergehen. Und die andere plätten. Zeige ich euch mal kurz, wer hier ist. Ein Zauberer. Zauberin. Die werden wir jetzt kurz schützen. Ja, ein bisschen Blutung stark und Level OP. Ja. Köpfe der Familie. Bis jetzt sehe ich es nicht. Da. Yeah. Komm. Hier ist ja cool. Ja, das war das. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und viel Spaß dabei.
Ich bin raus. Tschö. Mädö. Wenn ihr jetzt Wunschthemen für Videos habt, ob explizit für Dying Light 2 oder für was anderes, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sage ich nur, bleibt bitte alle schön gesund, startet jeden Tag mit einem Lächeln und tut eurem Zockerherz was Gutes. Zocker mit Herz, ich bin für euch da. Zocker mit Herz, keep your head up. Zocker mit Herz, and may the force be with ya. Always.